Guten Morgen, liebe Wanderfreunde. Ich bin wieder mal unterwegs, heute im tiefen Winter. Bin da hier ein bisschen außerhalb von Lausanne. Ich habe etwa eine Strecke vor von etwas über 22 Kilometer und werde da dem Talent, das ist ein Bach, entlang nahegehen. So, jetzt suche ich zuerst mal die Quelle. Von da unten bin ich gekommen. Und jetzt werde ich mal hier diese Straße entlang gehen. Es ist heute bewölkt. Ich muss auch mit Schneefall rechnen. Das ist aber gut, so macht mir nichts. Ich bin angezogen. Und gehe jetzt mit großer Freude in diesen verschneiten Wald. Ein interessanter Eingang zu diesem Wanderweg. Kommt wirklich niemand mit einem Fahrzeug durch. So, jetzt muss ich da hier selber eine Spur machen. Aber es ist fantastisch in dem Wald, wie das alles verschneit ist. Ganz ein fantastischer Ort. Wirklich wunderschön. Und da draußen habe ich sogar noch einen kleinen See. Schaut euch diesen schönen See an. Gefroren. Ich möchte ehrlich gesagt zwar noch nicht drauf treten, aber es ist ganz ein schöner See. Da kommt man sich fast wie einem Tunnel vor. Übrigens bin ich heute, wie es aussieht, an diesem Neujahrsmorgen der Einzige, der da unterwegs ist. Man muss schon ein wenig spinnen. Aber jetzt macht dafür riesengroßen Spaß, hier durchzuwandern.
von da hier bin ich jetzt gekommen. Da hätte ich eine schöne Schutzhütte. Und da vorne, auf diesen Weg, da gehe ich jetzt hoch. Da, hier, muss ich jetzt rauf. Diesen tiefen Schnee. Aber ich habe nachher den höchsten Punkt da oben. Und oben geht es dann nur noch runter. Schneit der Wald. Einfach grandios. Ich habe meinen höchsten Punkt erreicht. Mit 929 Meter über Meer. Da ist die, eine Wasserfassung, sicher für Lausanne. Und hier bin ich aufgekommen. Jetzt bin ich auf einem Single Trail im sehr tiefen Schnee. Ich habe mich vorher ein bisschen im Weg geirrt, mit Schnee runtergekommen. Aber noch nichts, jetzt gehe ich da zum Teil wieder zurück. Und gehe dann vorne durch einen anderen Weg. Weil da hinten muss es noch was Besonderes haben. Aus diesem Grunde gehe ich jetzt da noch nach hinten. Wow. Bin wirklich im Urwald fast und sich da vor diesem Schnee. Wow. Das ist da Schnee gegeben. Da muss ich jetzt noch einen kleinen Bach überqueren. Bin in einem so schönen Teil hier. Wirklich romantisch. Da bin ich gekommen. Da hier ist jetzt ein Sumpfgebiet. Und das Wasser von hier fließt übrigens in diesen Bach, wo ich jetzt dann auch entlang gehe. Von hier wäre es noch ein bisschen unterirdisch, aber dann kommt es auch in den Bach. Ich habe die Quelle der Talent gefunden. Hier in diesem Kessel. Man hört es auch ein bisschen rauschen. Da vorne irgendwo. Da kommt also die Quelle her. Übrigens fließt die Talent auch in die Orb. So, jetzt gehe ich da wieder zurück, wo ich hergekommen bin. Da vorne. Es ist wirklich toll. Es war anstrengend, da ich bis jetzt immer der Vorderste bin. Außer an einer kleinen Stelle. Da kam mir ein Reiterin entgegen. Sonst habe ich bis jetzt wirklich keine Spur von mir gehabt. Aber das macht mir ja nichts aus. Es ist schön da, schön verschneite Landschaft. Hier, diesem Graben unten, wäre mein Bach. Märchenhaft einfach.
Zum ersten Mal überquere ich jetzt hier die Talent. Da hat es schon ziemlich Wasser. Und ich bin immer noch im tiefen Schnee. Da fließt sie jetzt runter und ich muss da einen kleinen Abstecher machen. Von daher bin ich ja gekommen jetzt. Ich kann da nicht alles geradeaus. Ich muss da zum Teil noch Bogen machen. So, bin immer noch im Wald. Hier treffe ich jetzt auf einen Langlaufloipe. Da kommen wahrscheinlich die Losander hauptsächlich langlaufen. Aber ich muss jetzt gleich wohl hier hinten oder auf dieser Loipe durchstehen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Das war jetzt die erste wandernde Person. Und hier habe ich eine Schutzhütte. Ich werde da kurz was genehmigen. Ich habe das Spot erreicht. Geht jetzt dann aber weiter. Diese verschneite Landschaft. Die ersten Landläufer. Hier Schneegehind treffen heute. Ich habe den Talent wieder erreicht. Da ist es schon zu einem ziemlich mächtigen Bach geworden. Ich bin schon erstaunt, wie groß das hier ist. Schöner Bach. Da unten sieht der Talent so aus, wie er gestaut wäre. Könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob hier Biber vorhanden sind. Dass ein Biber dann da unten irgendwo sein könnte und hier das Wasser alles zurückstaut. Ich kann mir das irgendwie gut vorstellen. Und siehe da, ein Biberdamm da unten. Das ist von Biber gebaut da. Und da wird alles Wasser zurückgestaut. Und aus diesem Grund ist oben ein See. Die haben da einen mächtigen Damm gebaut. Groß. Ein schönes Tal. Unten habe ich, glaube ich, eine Straße. Aber trotzdem, dass ich doch jetzt ziemlich viel an Höhe verloren habe, das ist ziemlich noch ziemlich viel Schnee. Da kommt wieder ein Bach rein, zu einem Seitental.
da, hier kommt der Talent runter. Dieser Weg ist leider gesperrt, aber da wollten wir zum Glück gar nicht durch. Interessante Stelle da. Ich habe das Kloster, kleine Kloster muss ich sagen, Montero erreicht. Ganz ein kleines Kloster. Das ist, glaube ich, auch noch ziemlich bekannt, das Montero. Das ist noch ein Situationsplan vom ehemaligen Kloster. Also hier auf dieser Wiese stand ein Teil von dem Kloster, das heute leider fast ganz verschwunden ist. Da habe ich jetzt eine ganz schöne Stelle erreicht. Ein schöner Wanderweg. So, schön den Bach entlang. Jetzt auch mal außerhalb von einem Wald. Da komme ich jetzt wieder zu einer Entnahmestelle, einem Kanal. Zu diesem Haus. Auch schön Ausblick. Da unten geht es jetzt über diese Brücke. Und über die Talent. Kanal. Und hier unten mit Talent. Da vorne versperrt mir noch keiner aus dem Weg, aber das ist kein Problem. Kleine Brücke. Jetzt wieder an den Kanal. So, hier ein Wassereinlauf hier. Das ist schon ziemlich Wasser.
da vorne kommt wieder so eine kleine Brücke. Schön. Dieser Teil da vom Kloster weg ist wirklich für jedermann begehbar. Sehr ein schöner Wanderweg, gut ausgebaut, sehr leicht zu machen. Und es hat auch sehr schöne Stellen, wie zum Beispiel hier, dieses Sumpfgebiet. Und da komme ich fast wieder nicht durch, weil die Äste hangen zum Teil so weit runter. Schön See, Schnee da und da vorne. Oh, da wird es dann ganz schön. Schaut euch das mal an. Oben noch ein bisschen sumpfiges Gebiet. Das ist schön da. Wieder einen Abstieg von mir. Dann sind die Talent. Wir haben eine kleine Höhle. Da fließt die Talent auch wieder sehr gemütlich dahin. Schön, hä? Wirklich schön. Jetzt hat da die Talent einen großen Bogen gemacht. Ist jetzt da unten weiter. Da fließt sie wieder. Ziemlich ruhig. Jetzt komme ich schon wieder eine Brücke. Wo die Talent wieder überquert wird. Der Talent wirklich schon viel Wasser. Ein Blick zurück.
Hier folge ich jetzt schon wieder seinem Kanal. Es ist meistens so, dass in der Nähe irgendwelche Industrie, sei es eine Mühle oder sonst irgend so was Ähnliches. Da hat es ziemlich viele Felsen wieder. Wobei nicht so wie auf den letzten Wanderungen. Der Weg geht da im Zickzack. Zum Teil schwimmt man jetzt fast, so wie hier in diesem Morast. Da hier kommt ein anderer großer Bach runter. Da ist eine Höhle. Aber da gehe ich jetzt nicht rein. Gehen da hier hoch. Da geht das steil hoch. Da fließt der andere Bach wieder rein. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, dann wieder imposante Felsformationen. Ganz interessant hier, diese Stelle. Viele Wurzeln da. Eine Stelle, wo man auch wieder ein bisschen aufpassen muss. Der Boden. Und auch da die Wurzeln. Das ist das Geländer auch nicht mehr gut. Da muss man dann aufpassen, wenn da unten nicht gleich in den Bach reinfällt. Diesen da sagen wir bei uns auf Mundart Katzenstil. Das ist ein Stil von der Katze. So, jetzt kommt wieder eine flächere Etappe hier. Endlich sehe ich da mal auf ein Feld raus. Ich habe bis jetzt wirklich fast nur Wald gehabt. Es ist auch schön, aber leider keine Aussicht so. Aber jetzt schon eine ganz schöne Tour gehabt. Ja. Ich habe schon bald mein Ziel erreicht. Sind jetzt noch 2,5 Kilometer, dann bin ich schon beim Bahnhof. Wenn ich die Route anschaue, es war eine ganz schöne Wandertour,
sehr anstrengend, da ich doch sehr viel durch ganz tiefen Schnee musste. Aber es war sonst wirklich sehr interessant. Sehe ich noch, da vorne hätte ich noch eine Schutzhütte. Hier nehme ich jetzt Abschied von der Talent. Werde beim nächsten Mal wieder weitergehen. Freue mich schon drauf. Jetzt gehe ich hier Richtung Bahnhof. Ein schönes Stadtzentrum. Schön aus. Altes Haus hier. Wie schön. So, jetzt muss ich da rauf. Und der Kirche. Schöne. Ich bin jetzt auf der Zielgeraden zum Bahnhof. Da vorne ist der. Jetzt nicht mehr weit.